Jo. Boah, willst du. Ja, willst du gleich losschießen? Jo. Ein paar Gebäude setzen, glaube ich. Ja, natürlich, setz das Gebäude, das hast du bestellt. So, dann geht's auch los in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer ganz verrückten Runde Siedler 3 Appetit, dieses Mal nur mit dem Dorn, hallo. Und jede Menge Gegner, die wir jetzt nicht alle durchgehen und gerade auf der linken Seite auftauchen, weil wir haben heute was ganz Verrücktes vor. Dachte uns, wir machen mal ein bisschen was anderes als das übliche. Ein Team gegen ein anderes Team und dann warten wir irgendwie 90 Minuten, dann passiert eine große Schlacht und dann ist wieder vorbei. Und deswegen gibt es heute mal nur 60 Minuten PT und 7 Teams mit jeweils 2 Leuten. Also so richtig kranker Scheiß. Und durch Zufall sind wir in einem Team, weil wir haben sich schon natürlich versucht, ein bisschen von der Stärke abzupassen. Man sieht es auch jetzt links. Ich habe es mal aufgemacht. Ich denke, der Chris auch. Also wir haben den Darkness und den Hendrix. Hendrix vor einer Ewigkeit mal dabei gewesen, müsste passen. Old Man Dio mit Skynet. Skynet. Also Old Man Dio sollte da das Zugpferd sein. Moron Shadow kann ein starkes Team sein, je nachdem, wie Shadow spielt. Femo Darkness, da wird Femo das Zugpferd sein. Wenn er einen guten Tag hat, schafft er das auch. Max und Hirtenknocker, das ist, denke ich, so die Hammergruppe. Max natürlich Römer, Knocker, Amazon, starkes Team. Und Darkness mit K und Zocker kann aber auch gefährlich sein, weil Zocker hat, Ja. glaube ich, sogar Römer genommen. Also es ist ganz viel Spannung drin, vor allen Dingen es sind Random-Positionen, man sieht sie ja auch sehr Ja. schön. Chris ist ganz woanders. Ne? Naja, wir sind nicht so weit von da weg. Ich glaube, wir haben irgendwie Leute zwischen uns und da könnten wir uns, wenn wir uns absprechen, glaube ich, gemeinsam Frisch Positionen Fleisch. angreifen. Na, also, ich glaube, wir hätten es schlimmer erwischen können. Ja, wir hatten schon mal einen Versuch, die Karte aufzumachen. Da waren wir wirklich am gegenüberliegenden Ende der Karte. Das war, glaube ich, schlimmer als Ja, das bringt jetzt. nichts. Ich versuche das jetzt auch hier, wir haben es ja gerade schon gesagt, das mit dem Turm. Wir haben übrigens wahre Mittel, ne, muss man dazu sagen. Da kann man ruhig mal einen Turm benutzen und hier ein bisschen voranzukommen. Ja, vor allem, weil man halt am Anfang hier wirklich nichts im Startgebiet hat, halt nur diesen Berg und den ganzen Asiatensaft, der hier überall rumliegt. Ja, ich war noch am Überlegen, ob ich jetzt Ägypter spiele oder doch die Asiaten. Ägypter spiele ich halt sehr gerne und auf Mittel machen die ja extrem viel Spaß. So muss man es ja wirklich sagen, weil man einen gewissen Vorteil hat teilweise. Ist aber auf dieser Map, wir spielen übrigens auf der Walpurgisnacht, gibt es hier immer in der Beschreibung. Haben wir auch, glaube ich, schon mal gespielt, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht, Ja, im ich glaube, es ist Stream oder. 16er. Ich glaube, wir haben das. Ich hab eine Folge davon, die ich nicht kommentiert habe, wo das irgendwie relativ gut lief. Und dann hatten wir diesen einen Fall, wo. Stimmt, ja, hast recht, Ne? ja, genau. Der Fall. Genau der Fall war das. Und ja, jetzt haben wir gesagt, das spielen wir sie noch mal. Wir wollten zwar andere Teams machen, aber so geht's auch, finde ich. Nur schauen, dass die Diebe bei uns nicht so reinkommen. Aber Ja, 60 stimmt, bitte, ne? links ist noch einer. Geht's schon gut ab, oder was? Geht's gut ab? Na, na, dein Speer. Speere. Speere stehen alle fein hübsch beim Turm. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen Effizienz bauen. Effizienz bauen. Ja, du weißt, was ich meine. Ein Ja. bisschen Effizienz. Ja, ein bisschen Produktionsoptimieren. Ja, auf jeden Fall. Weil die Gebäude bei den Asiaten sind einfach so fett. Also, du probierst heute ja die Römer. Stimmt, du hast die Römer mal probiert, ne? Ja. Ich spiele auch mal was anderes als Asiate, anders als das vielleicht manche Leute denken. Denkt das gerade wieder? Ich war's, ich war's. Dann. Das Unterseekabel hat mal wieder gewackelt. Oder was weiß ich. So, ich glaube, den Turm werde ich auch gleich mal wieder abreißen. Habe ich auch gemacht. Ich werde aber kein kleines Wohnhaus bauen, sondern gleich ein mittleres. Ich habe halt erstmal noch ein kleines gemacht, damit während der erste Turm noch läuft, da schon die Leute noch was anderes machen können als warten. Na, da habe ich ein Holzfäller hingesetzt. Achso, ja. Das ist jetzt hier ein bisschen abholzen, dann kann ich mich drei hochzubauen. Ich erwische mich leider manchmal sehr oft dabei, dass ich halt manchmal echt so ein schöner Spieler bin. Ne? Das muss Ja. schön sein, das muss ein bisschen stimmig sein. Ne? Das habe ich letztens bei Siedler 4
Das sah das mega aus und da habe ich auch die Wälder abgeholzt, dass ich da mehr Waffenschmieden gekriegt habe. Und die anderen hatten alle relativ wild gebaut. Ich bin halt, glaube ich, so ein bisschen Schönspieler. Das muss ein bisschen, es muss ein bisschen nach einer Produktion in der Stadt aussehen, ne? Weil einfach hingeklatscht natürlich auch funktioniert, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaufler man eigentlich hat. Das ich schau, ich hab meine schon alle weg. Na, meine will ich noch nicht alle weg haben, damit ich baue jetzt nicht so viel, dass die sowieso besetzt werden, sondern dass jetzt nur die zwei Holzfäller mache ich noch hoch und dann baue ich ja gleich ein kleines mittleres Häuschen. Hm. Weil ich glaube, ich sogar noch reicht für eine Säge, glaube ich. So, dann ist die beiden Sachen noch. Ich bin ja schon ein bisschen gespannt, wer über mir und unter mir ist, ich bin. Jetzt haben wir da noch so ein bisschen Platz. Fällt mir gar nicht. Ich meine, ich könnte hier dann wieder einen neuen Turm hinstellen und sowas, aber ich sehe auch, warum ich sowas machen würde. Das machen wir jetzt alles woanders fertig. So, wie sieht's aus? Mittleres Wohnhaus schon im Bau. Ich überlege, ob ich vielleicht gleich auf ein großes gehe. Hm, weil wegen Platz, ne? Also, ja. Wenn ich das dort oben hinsetze. Halt echt nicht viel Platz, ne? Ja, es hat einen Baum halt viel Platz. Jo, das stimmt. So, wenn ich hier was hinmache und den Wald dann damit ein bisschen wegkriege, müsste ich da eigentlich noch irgendwann wieder. Da müsste ich da eigentlich irgendwann noch einen Förster hinknallen können. Ich mach das mal hier hin. Einfach um noch ein bisschen Platz zu optimieren. Das ist wie. Wie Don schon sagte, es wird hier nur eine ganz harte Kiste mit dem Platz einfach los. Ich überlege gerade noch, ob ich jetzt gleich einen vierten Steinmetz hinknalle oder später erst. Kannst du ihn ja schon mal vorplanieren lassen. Das ist ein Moment. Vierten finde ich jetzt schon zu viel, da brauchst du, glaube ich, mehr Holz. Immer noch ein bisschen Äxte und Säge. Dann ganz so schnell ist der Platz hier nicht, der kann dann mit dem Förster irgendwann, wird er dann halt noch was draus.
Erstmal, da gibt's schon erste Beschimpfungen. Boah, ich hatte gerade auch Eggies an der Grenze. Ich habe gerade jetzt nicht so schnell realisiert, wer das war. Aber irgendwer geht schon ein bisschen rumspazieren. Also Skynet war, glaube ich, Ägypter. Shadow. Ich überlege gerade, wer noch. Manchmal kommen die Leute mir auch etwas aufgeregt vor. Ne? Apropos aufgeregt, wenn auch ihr dabei sein wollt, jeden Donnerstag, Twitch und gibt's Aufregung pur. Richtig. 19 Uhr, bisschen eher da sein, 18:45. Einer der Verdächtigen mich, den Chris, anschreiben in der A-Lobby und dann dabei sein. Aber bitte denkt dran, wenn ihr ein bisschen später kommt oder wenn wir schon voll sind oder Map ausgesucht, wir können dann nicht immer alle mitnehmen. Manchmal sind auch zu viele da. Einfach rechtzeitig da sein, sichert gute Plätze, sage ich immer so schön. Ja. Und manchmal fangen wir halt tatsächlich auch pünktlich an, weil irgendwie Leute noch was zu tun haben. Deswegen nicht darauf verlassen, ach, die fangen ja eh nicht. Punkt an, dann muss ich ja erst 5 Stunden später da sein oder so. Ja. Das ist nicht mein Stream, dann, die pünktlich anfängt. Ja. Übrigens mittlerweile einen Werbeslogan draus gemacht, ne? Der Stream, der niemals pünktlich anfängt. Achso. Meine fangen immer absichtlich überpünktlich an. Also ich mache immer schon so, dass 5 Minuten vorher alles bereit ist, damit die Leute noch Zeit haben, überhaupt in den Stream reinzufinden. Aber da gibt es verschiedene Ansätze, klar. Ja. Sollst du am Anfang, ist glaube ich okay, wenn du da unten die Bäume hinsetzt. Einfach damit hier oben, dass da der designierte Platz. Der links ist der Ägypter. Ja, der ist auch. Das ist auch der rumgelaufen war. Wer ist das? Skynet. Okay. Skynet, okay. Da macht doch schon Edelstein, okay. Uiuiui. Skynet hat mit uns. Skynet? War Skynet der Dark Angel? Nee, Dark Angel war da. Nee, nee, da war nicht der Angel, okay. Ist nicht Andreas oder sowas? Ich habe halt ein bisschen geübt mit Matt und so weiter. Ich glaube, da müssen wir mal schauen, wie er sich so entwickelt hat. Hm. So, dann vorplanieren. Eisen vorplanieren. Also vorplanieren. Ich versuche jetzt den Wald so ein bisschen lang zu ziehen, man sieht es vielleicht auch schon. Mhm. Ich werde einfach so Platz optimal nutzen, ne? Bei 60 PC. Mhm. Aber Haus hast du immer noch gar keins gebaut? Nee, gar nicht. Ich habe das so reguliert, dass es eigentlich. Ich habe sogar noch Pioniere, das ist so nur. Ich habe gerne immer Pioniere als Backup, ne? Das ist wie wenn ich jetzt auch eine gute Wirtschaft habe und ich habe 200 freie Siedler. Mache ich auch gerne mal 40, 50 Pios, weil wir wissen alle, wie schnell die Siedler weg sind. Dann sagst du, scheiße, hast keine Pios mehr. Machst du Waffen zu, hast trotzdem keine Leute für den Transport. Machst du die, hast wenigstens 50 Träger, die irgendwas transportieren. Ne? Das stimmt wohl. Funktioniert nicht immer, bin ich ehrlich, aber meistens. Nicht immer, aber immer öfter. Ich weiß nicht, ob diese Bäume hier noch ein Problem für die Minen werden. Schauen wir mal. Dann wieder ich am Rockeln. Was ist jetzt? Max hat einen Error. Interessant. Da geht echt gut los. Weiß ich nicht, so ein bisschen warm drin, ne? Ja. Mal kurz einen Break machen. Timeout! Have a break, have a KitKat. Da gab es schon Kämpfe mit getöteten Leuten. Das ist interessant. Was ist das denn?
So viel zum Thema PT. Na gut. Manche Leute mögen es hart. Richtig. Ich habe mich noch nicht ganz dazu entschlossen, wo ich meine Weinwirtschaft hinmachen will. Also das was so am höchsten ist als Weinberg, ist halt sehr ungünstig gelegen. Ist halt in Richtung Nordosten. Ich würde unten empfehlen, unten drunter, als Römer auf dieser Map würde unten bauen. Also und, unter dem Sumpf oder was? Unter dem Sumpf, da geht's auch. Und okay. Du kannst, weil oben, da wo der Weinberg ist, kannst du später vielleicht noch ein, zwei rechts hinsetzen. Der Rest dort oben würde ich nämlich, oben ist nämlich Fisch und da oben würde ich die Waffen hinsetzen. Ja. Ja, klingt nach einem guten Plan. Und du kannst es unten hinsetzen. Wie gesagt, unten bei dem Sumpf, das reicht auch locker. Also da würde ich es hinmachen. Also wenn, soweit ich das jetzt gesehen habe. Ja, muss ich halt nur schon bald damit anfangen, damit das bis 60 einigermaßen was wird. Ja, bei 2 geht ja, du hast ja gesehen, zwei geht ja relativ fix. Ich bin. Also man muss auch nochmal sagen, es ist ja auch so, ich habe noch das Haus noch nicht gebaut. Ne? Ich will da einfach ein bisschen optimierter bauen. Ja. Das natürlich am Ende also dem Sieg verhilft, werden wir sehen. Was sehen wir dann, ja. Sky hat auf jeden Fall Ägypter. So, sind wir da. Das Safe ist der Wing alt, ne? Ja, eine Minute oder so. Ich glaube, ich weiß noch, was ich in der Zeit alles gemacht habe. Oh, krass, krass, echt. Ich habe eine Eisenschmelze gesetzt, damit die schon mal vorplaniert wird. Und eine Werkzeugschmiede, damit die auch schon mal vorplaniert wird. Ja, das immer wieder, würde ich sagen, ne? Tada! Tadadada. So, ja, eine Mühe. Ja, und so. Was hatte ich denn oben gemacht? Achso, ich hatte oben, ich glaube, den Steinmetz gesetzt. Du siehst schon unten, er hat schon. Ah, gut, bei dir ist halt unten raus zu der nächste Gegner, aber das macht ja nichts. Da kannst du ja links, siehst du, du hast ja unten unter deinem Werkzeug. Und ganz unten hast du ja auch nochmal einen Berg, also ist kein Problem eigentlich, denke ich. So. Außerdem könnten wir Holz noch weiter aufstocken. Ist da jetzt Platz? Yay! Sing. Hat sogar noch ein bisschen Luft. So. So, das gleiche da nochmal. Aber eigentlich schon, warum nicht? Und wo ich da noch ein Holzverleih gekriegt habe, hat da eine natürlich jetzt einen Baum hingepflanzt. Das ist natürlich auch legendär, ne? Ja, das ist manchmal das Problem mit den Förstern. Wie du wolltest noch was anderes bauen? Pech gehabt. Genau so fühle ich mich gerade. Also dann schon mal den Berg absuchen, wo da die ganzen Rohstoffe sind. Ich weiß das nämlich nicht mehr. Ich sehe nur, dass es unten ist Gold anscheinend. Oben war Kohle, links davon war Eisen. Bist du rechts, wo deine Soldaten sind? Ich glaube, der kleine in der Mitte war Edelstein, oben drüber, glaube ich, Schwefel. Und diese, ich sag mal, Augenbrauen da, die sind Kohle. Also wir waschen mal Kohle. Ich baue gleich ein großes Wohnhaus.
Ob das so sinnvoll ist oder nicht, also laut Statistik. Ja, ich glaube, Statistik nach 10 Minuten kann man noch nicht viel aufgeben. Das ist voll aussagefähig. Ich bin voll der Zweitbeste, Alter. Ja, das stimmt, das war echt der Zweitbeste. Das muss man nur noch die Kurve kriegen und das auch mit rübernehmen. Nicht wie Zocker letztens, der sich darauf ausgeruht hatte. Da war, glaube ich, Mittelfeld oder unten, ne? Wie war das da, ja? Ich glaube, so eine Statistik kann auch einen ziemlich in Sicherheit wiegen, ne? Eine Gruppe, ich würde hier gerne mal langsam den Weinberg aufmachen. Meine Herren. Oder ist Kohle? Huch. So ein bisschen wie es jetzt ist, habe ich mir das so vorgestellt zumindest, ne? Schauen. Jo. So, ich muss dringend mal hier was bauen. Wohnhaus brauche ich gerade nicht dringendst, aber ich werde trotzdem einzeln klatschen. So, los, Wohnhaus. Einfach weil ich noch nicht weiß, wo ich das Eisen hinklatschen muss. Wahrscheinlich immer noch Kohle. Ich glaube, mit dem mittleren Haus wärst du schneller gewesen, aber wir werden vielleicht nachher sehen, dass aufgrund des Platzes das vielleicht keine schlechte Idee war. Mal schauen. Ich bild mir es zumindest ein. Meistens sind meine Entscheidungen in solchen Spielen meistens nicht so gut. Schauen wir mal. Abgerechnet wird später. Nein, ich meine, man kann halt vorher nicht immer alles einschätzen, wie alles läuft und sowas. Und ich finde es auch gut, wenn man mal ein bisschen Sachen ausprobiert und nicht nur hier nach Schema F macht. Also. Damit machen sich halt so ein Spiel auch kaputt irgendwann. Ja, ne, das Problem ist auch, was du hier oftmals hast, sind halt die Leute spielen eine Map ununterbrochen bis zum Abkotzen und bauen dann ihr Schema. Klar, die verbessern sich hin und wieder, aber die bauen immer noch den gleichen Schema. Und ich probiere halt auch gerne mal Sachen aus. Ne? Das gut oder schlecht ist immer dahingestellt, aber es ist immer noch wie jetzt mit den Asiaten. Mit Römer wäre ich, glaube ich, besser. Definitiv, aber das ist halt auch dieses Standard. Ne? Ich bin halt auch mal, ich bin auch gerne mal abwechselnd irgendwelche Völker. Ja. Ich glaube, du bist ja ähnlich, ne? Du spielst auch mal das und das. Auch wenn die Leute vielleicht denken, du spielst ja viel Asiaten, ne? Du spielst auch viel andere Völker eigentlich. Ja. Sieht das bloß nicht. Wie? Ihr spielt auch mal Runden, die man nicht sieht? Krass. Wo ist denn das denn? Nach links oben ist ja auch noch ein Eingang, ne? Ups. Ein Dieb, was soll das denn? Jetzt schon. Zocker, ja, Zocker. Also. Achso. Für Fähren waren noch keine Rohstoffe da, oder was? Ich glaube. So, kriege ich jetzt hier noch ein Weingut irgendwie hin. Wunderbar, vielen Dank. Da habe ich dann noch einen kleinen Tempel hingemacht. Einfach nur wegen Platz sparen, ne? Also, ist halt hier wichtig, dass man möglichst wenig Flächen irgendwie ungenutzt lässt, langfristig. Da schon mal einen zweiten hier hinsetzen. Wie viel sind noch? 6 Holz nur noch. Ach, und das hier muss man langsamer gebaut werden. Damit. Was sagst du gerade? Mir fehlt nur noch 6 Holz, Entschuldigung. Boah. Ich wollte mal so Final Countdown so wie runterzählen.
5. Oder du zählst hoch, so wie bei dem einen Rammstein. Wie heißt das nochmal? War das Sonne? Augen auf, ich komme nie, oder? Was ist das? War das hier nicht oder, eins, hier kommt die Sonne und dann. Ach ja, 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 wo sie doch hier die Olympischen Spiele hier doch Fotos mit drin hatten, ne? Ja. So, damit sind wir unserem Bildungsauftrag für heute auch nachgekommen. Kulturellen Beitrag quasi gewissermaßen. So, scheint es hier nur Kohle. Schauen wir mal hier drüben. Ja, kommt noch 3 Holz. Komm, ich habe das auch schon auf Pyro gesetzt, weil dann rennen die nicht weg. Ich hasse das, wenn noch ein Holz fehlt oder ein Stein und du hast keine Priorität drin, ne? Dann rennen die ja weg. Ja. Das ist leider auch ein Nachteil von den Ägyptern zum Beispiel. Ne? Ägypter, das ägyptische mittlere Wohnhaus, das ist ein Wohnhaus, da fehlt immer ein Stein. Also das ist nicht wie bei den Römer. Römer, das ist ja fertig. Alles liegt da und alles kann gebaut werden. Ne? Ja. Ich werde auch mal einen Marktplatz irgendwo hinsetzen, einfach mal, wenn ich irgendwelche Sachen schon auslagern will. Ja, kannst du machen, klar. Haben wir zum Glück hier 4 Esel, glaube ich. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Eisen und Kohle haben wir denn? Hm. Da könnte man schon ein bisschen was machen eigentlich schon, ne? Ich denke schon, ja. So, ist da schon mal eine Waffenschmiede hinten rein oder nicht? Ja, warum denn nicht? Du hast oben Sachen sind da. Ja. Die kannst du schon mal auslagern, also kannst du schon mal machen. Also. Hat schon wohl. Da kommen sie rausgeflitzt, guck das an. Optimaler Platz. So, was brauchen wir denn ein Werkzeug? Wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz, meine Freunde. Da haben wir noch eine. Ich hätte auch gerne noch mehr davon. Ich hätte mal gerne noch 2 Schaufeln. 2 Angeln. Dann überlegen wir uns Holz. Zeit haben wir noch nix. Zeit haben wir noch nix. Ja, Eisenkohle, okay. So, da hat jemand ein paar Bäume rum. Okay, ein bisschen blöd, dass die baulichen Maßnahmen da so im Weg stehen. Dann verschieben wir die Felder mal ein kleines Stückchen. So, das rein. Läuft das, glaube ich, besser. Wir haben sogar einen Angelhammer. 200 Fässer, sehe ich gerade. Möchte vielleicht noch mal ein Dings bauen, ne? Nochmal ein Tempel oder so wenigstens. Klar.
So, das sind jetzt 2 und 1. Ein bisschen Stein auslagern, einfach damit die Steinmetze da die ganze Zeit weiterarbeiten können. Wir müssen ja nicht vor der Haustür das alles rumliegen, wenn wir das gerade noch nicht brauchen. Ja, ich weiß, dass mir Angeln fehlen. Ding! Komm sofort, Schaufeln waren gerade erstmal wichtiger. So, jetzt gleich, nachdem die Angel fertig ist. So, dann jetzt. Zwei davon, ein davon. Hier, da ist überall Eisen. Hast du eine zweite Werkzeugschmiede oder machst du nur eine? Zurzeit habe ich nur eine. Ich überlege, ob ich eine zweite noch irgendwann mache. Also wenn irgendwann halt, dann jetzt bald wahrscheinlich, aber. Ja, ich denke schon. Die Tempel müssen auch irgendwann fertig werden. Ja, ich weiß, Äxte werden schon gebaut. Dann los. Jo. Bestimmt, ne? So, jetzt müssen die hier mal zu Ende gebaut werden. Ist alles nix. Nächst kommt der Wein und so. So, und ein paar Minen. Weiß nicht, in Anbetracht dessen, dass das dann nicht so viel rumliegt, ich das schon effizient setzen, aber. Nicht übertrieben effizient. Das reicht, ne? Gut reichen. So. Spitzhacken, ja, ich weiß. Spitzhacken. Sägewerk muss noch zu Ende gebaut werden. Ups. Ich wusste gar nicht mehr, dass das. Ich könnte mal.
Schau ich mal bei dir rein. Du weißt, wenn man so konzentriert ist. Naja. Boah. Mehr Holz braucht man gar nicht, ne? Das will man, glaube ich, nicht, ne? Vielleicht noch, ja? Ja, das wird unten schon gesetzt. Schön aggressiv hier, die Leute, ey. Du brauchst sogar eher Schaufler als wie Hämmerer, oder? Jo. Wie siehst du das? Ich sehe ich aus. Ich habe jetzt nur Schaufler eingestellt. Was auch machen kannst, du den Pionier ein bisschen vorne einnehmen, ein Stück und dann als Leute umwandeln. Jo, habe ich schon an zwei Stellen gemacht. Old Man ist über mir, na schön. Ach so, ey. Jo. Ja, oh Gott, ja, ja, okay, ist jetzt hier so gut. Südstreit. Okay. Mit wem? Er hat meine Dings abgeschlachtet. Pius? Ja, das ist bei mir auch schon passiert, dass das in der ganze Pius angegriffen wurden. Geschlachtet wurden bisher noch keine, aber es war schon so Momente, wo ich mir denke, so, oh, was wollen die Soldaten jetzt schon hier? Zu dem Skynet durch ein Aussichtsturm gerade bauen. Mhm. Zählt den Hammer? Hammer wurden gerade gebaut. Ich kann aber hast du deinen Fisch überhaupt auf die Minen gesetzt, weil ich da nichts rennen sehe bei dir? Doch, die laufen jetzt schon. Na, das sah aber komisch aus. Könnte sein. Oh ja. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen wissen, was davon vorlagern, aber das habe ich auch vergessen. Wieder ein Wohnhaus. Länger keins mehr gebaut, ist nicht gut. So. So. Wenn man länger keins mehr gebaut hat, macht man einfach mal zwei. So im Markt, um die Steine ein bisschen vorzulagern, ne? Weil du wirst später ein Steinproblem haben. Vielleicht kann man ja irgendwas organisieren. Wir könnten den Ägypter, zwischen uns ausschalten. Ja. Rechts oben hier ist Old Man. Das links ist Skynet. Skynet und Old Man spielen zusammen. Also die könnten, wenn die mich ausschalten, haben die einen Dorf, ne? Ja. Unter mir ist Zocker, okay. Ja. So, wo wir gerade dabei sind, 30 Minuten sind tatsächlich schon vorbei, oh mein Gott. Oh, was? Oh, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, wie das hier weitergeht, ne? Ja, also ist auf jeden Fall sehr spannend und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Jo, bis dann, ciao. Tschüss.